Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom American Truck Simulator. Heute geht's natürlich weiter hier auf dem neuen DLC-Gebiet Washington. Und heute haben wir ein Boot hinten drauf geladen, beziehungsweise eine Yacht oder so. Ich weiß nicht, was die Fachbezeichnung ist. Und die haben wir nicht irgendwo abgeholt, sondern da, wo sie gebaut wurde. Und man sieht, hier ist auch schon das nächste Boot hier in Bau. Und ich glaube, da ist sogar noch ein weiteres Boot im Bau. Das heißt, die haben hier ordentlich zu tun und wir werden heute mal wieder ausliefern. Das macht Spaß. Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt einfach mal und werden hier rausfahren und ja, ich sollte euch vielleicht noch kurz die Karte zeigen, dass wir auch wissen, wo wir heute lang fahren. Wir sind nämlich gerade in Everett und werden dann hier über Seattle in Richtung Olympia fahren, über Tacoma. Also werden hier relativ viel so ja, im Landesinneren sehen und wer sich jetzt über diesen kleinen Schlenker hier wundert, den wollte ich einfach mal einbauen. Warum? Das werde ich euch jetzt gleich noch erklären. Ich würde sagen, wir starten und legen los. Starten hier auf unserer Fahrt und müssen hier einmal links fahren. So, da kommt nichts, da kommt auch nichts. Ist noch früh am Morgen, da scheint Amerika noch zu schlafen. Und das kommt uns natürlich... Ah, gut, falsch gedacht. Nur auf dieser Straße war kein Verkehr, aber hier vorne ist natürlich wieder Verkehr. Gut, wir haben grün, das nutzen wir gleich. Ich habe mir natürlich auch eure Kommentare durchgelesen und ich muss sagen, es macht einfach Spaß. Es macht Spaß, die Kommentare zu lesen, weil es eines der wenigen Produkte ist, wo ich... Das erlebt man nicht oft, deswegen muss ich es einfach mal so erwähnen. es war auch bei den letzten DLCs von SCS Software so. Ich glaube, ich habe jetzt... Also ich habe noch nicht alle gelesen, vermutlich, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gelesen habe, gab es keinen negativen Kommentar zu diesem DLC. Es gab nichts auszusetzen und das finde ich einfach mal schön, ja? Das erlebt man so selten, aber es ist auch einfach so, dass dieser DLC ganz gut ist. Was ich vielleicht doch noch auszusetzen habe, das kann ich euch in der nächsten Folge dann nochmal erläutern. Da werden wir uns aber noch ein bisschen was... in dieser und der nächsten Folge anschauen, bevor ich das mache. Aber das ist dann schon Kritik auf hohem Niveau. Die Straße, die wir da in der letzten Folge absolviert haben, beziehungsweise erkundet haben, die war einfach cool, die war gut und hat auch echt Spaß gemacht, darauf zu fahren. Also, das war ja auch so ein bisschen Offroad-mäßig, ne? Also, ich würde mir wünschen, dass da noch mehr kommt von SCS Software und wenn ich es richtig verstanden und gelesen habe, würdet ihr euch das auch wünschen. Der Top-Kommentar war, glaube ich, mehr solcher Straßen, bitte, im ATS und auch im ETS. Und wenn es dann in Richtung Türkei geht und so, ne, mit diesem neuen Balkan-DLC ist das, glaube ich, ne, im Euro-Truck-Simulator, dann wird man sowas vielleicht auch bekommen. So, was bedeutet das jetzt da? Können wir da jetzt noch drüber fahren oder nicht? Ich glaube schon. Gelb. Okay. Wieso habe ich diesen kleinen Schlenker hier gemacht? Das möchte ich euch gerne erklären. Das ist hier nämlich wohl eine relativ berühmte Brücke und das war so ein bisschen die Challenge hier für die Entwickler wohl, wenn ich das richtig aus den Blogbeiträgen gelesen habe. Ich glaube, wir müssen hier lang fahren. Die ganzen Brücken von Washington umzusetzen, denn es gibt wirklich einige, dadurch, dass es hier so viele Flüsse gibt, die dann alle ins Meer münden. So. Okay. Die dann alle ins Meer münden und das wegen der Bucht und so, also das ist wohl ein sehr durchwässertes Gebiet. Und jetzt erleben wir das tatsächlich mal. Das ist ja hervorragend. Das war jetzt nicht geplant. Ich dachte, ich fahre hier nur rüber, aber das ist ja noch besser. So, passt auf, es war eben schon gelb, aber wir konnten noch fahren, jetzt ist rot. Und deswegen war ich mir auch gerade nicht so ganz sicher. Und jetzt? Jetzt dürfen wir wieder fahren, okay. Also es gibt hier eine Ampel und ich glaube, diese Brücken, die können hin und her schwenken. Das heißt, wenn hier gerade ein größeres Schiff durchfährt, so erkläre ich mir das, dann fährt diese Brücke zur Seite, muss der Verkehr warten und dann dreht das wieder zurück. Deswegen auch Swing Bridge, ist wohl relativ bekannt, diese Swing Bridge von Everett. Dann, wenn das durch ist, schwingt das wieder zurück und dann kann man hier wieder durchfahren, was wir gerade auch machen. Das ist doch einfach cool, oder? Das war ein Highlight, das wollte ich mir auf jeden Fall mal anschauen und da dachte ich mir, nehme ich euch mal mit und da es jetzt sowieso nur ein kleiner Umweg war, dachte ich mir, mache ich das heute einfach mal in dieser Folge und dann wisst ihr auch schon so ein bisschen, worauf ihr euch da einlasst.
So. Gut, wie immer gilt, wenn ihr es selbst spielen wollt, schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich euch das alles verlinkt. Und ich glaube, es ist, also wenn ihr den American Truck Simulator gerne spielt, dann ist das sicherlich keine schlechte Wahl. Gefällt mir besser als manch anderer DLC hier für den American Truck Simulator. Was ich bei SCS Software auch immer ganz schön finde, ist, dass man so ein bisschen die Entwicklung mitbekommen kann, dass man es beobachten kann, wie sich SCS Software, sehr schwierig, immer hintereinander auszusprechen, wie sich SCS Software immer weiter entwickelt, wie die immer weiter neue Dinge ausprobieren, wie die Städte komplexer werden, das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, und das macht einfach Spaß zuzuschauen, ja, und das dann auch so ein bisschen zu erleben, dass da immer mehr kommt, immer größere Dinge. Dann jetzt auch diese Forststraßen. Mal gucken, was da in Zukunft noch so kommt. Vielleicht gibt es ja dann auch mal so richtig Matsch und so, dass das dann auch mal simuliert werden kann. Das wäre dann natürlich noch eine Stufe cooler. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Städte noch irgendwie... Das ist mir noch zu... Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir sind in den USA. Ich darf rechts abbiegen, ne? So. Das ist mir alles noch so ein bisschen zu simpel, hier durchzufahren. Da würde ich mir noch mehr Herausforderungen wünschen. Dass hier einfach mal jemand, das schaffen wir noch, blöd parkt. Das schaffen wir nicht mehr. Bruder, muss los. Ich dachte, wir schaffen es noch. Gut, auf in Richtung Seattle und dann... drauf auf den Highway. Ich selbst war, muss ich gestehen, noch nie in den USA. Das heißt, all das, was ich weiß, weiß ich aus Büchern, aus... irgendwelchen Artikeln oder eben aus Fernsehsendungen bzw. irgendwelchen Videos. Aber ich kann deshalb nicht so wirklich beurteilen, wie realistisch das alles ist, was man hier vielleicht auch erkennt oder so. Aber wenn ihr Dinge erkennt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, werde ich dann auch nochmal drauf eingehen. Ist nämlich für mich auch immer ganz interessant, was hier einzelne Gebäude sind, was hier einzelne Monumente sind, was hier einzelne Beschriftungen sind. Ich kann damit natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber einige von euch hoffentlich. Und wenn das der Fall sein sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Diese LED-Tafeln, die sind, glaube ich, Drive safely, obey speed limit, don't drink and drive. Die sind hier, glaube ich, neu, diese LED-Tafeln. So. Ach, schön. In der letzten Folge war ich noch so ein bisschen, ich glaube, man hat es gemerkt, gerade am Anfang noch so ein bisschen nervös, weil das natürlich alles ganz neu war und so. Und weil ich möglichst viel zeigen und erzählen wollte. Aber in dieser Folge ist es dann schon ein bisschen entspannter und wir können uns so ein bisschen mehr hier auf die Umgebung konzentrieren, was wohl auch... kennzeichnend für diesen DLC sind die vielen Tunnel, das fällt mir noch auf. Ich glaube, das darf man nicht, was ich gerade gemacht habe. Heute mal gegen das System unterwegs, ein bisschen illegal. Aber ja, es gibt hier wohl relativ viele Tunnel. Und man kann eben auch die Häfen benutzen, das habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt. Das werden wir heute, glaube ich, nicht machen. Aber vielleicht in einer der nächsten Folgen noch. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel ihr da noch von sehen wollt. Ich denke, sobald das rausgekommen ist, will es niemand mehr sehen. Ja, das ist immer so das Phänomen, dann will man es lieber selbst spielen. Aber wenn ihr noch irgendwelche Wünsche vor dem Release habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich versuche die dann noch einzubauen. Habe ich jetzt bislang noch nicht so viel gesehen unter der letzten Folge, aber vielleicht kommt da ja noch was. So. Gut, dann gucken wir mal. Das war nämlich gar nicht so lang, die Strecke, die ich hier ausgewählt habe. 58 Meilen noch. Das heißt, wir dürften relativ bald da sein. Ich halte mich auch, ja, hier einigermaßen gut an Speed Limit. Ich glaube, 60 Meilen dürfen wir fahren, ne? Oder? Wie viel war das? Ja, 60. Ich fahre jetzt 65. So. Aber es ist nichts los hier auf dem Highway. Ich meine, das kann man... mit Modifikation bzw. mit so einem Eintrag ändern. Aber ich habe mich das jetzt ehrlich gesagt nicht getraut, sonst mache ich das immer. Im Euro Truck Simulator sorge ich meistens dafür, dass da ein bisschen mehr Action auf den Straßen ist, weil es ja auch einfach realistischer ist, dann... Oh, ich muss in eine Wiegestation. Ich dachte gerade schon, was ist denn jetzt los? Na gut, dann muss ich hier wohl kurz mal abfahren. Ich denke nicht, dass da irgendwas passiert. Das Boot sollte nicht zu schwer sein. So. Loaded. Wenn wir unbeladen wären, dann könnten wir hier links vorbeifahren. K
Reicht das hier, oder? Kann ich jetzt schon weiterfahren? Vermutlich, ne? Ja, ich glaube, das passt schon. Ja. Dann war das ja relativ simpel, oder? Hat das gepasst oder hat es nicht gepasst? Ich dachte, man müsste da immer noch irgendwas bestätigen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt korrekt gemacht habe. Okay, ich habe das aber ewig nicht mehr gemacht, weil ich ewig den American Truck Simulator nicht mehr gespielt habe. Aber es kann gut sein, dass es tatsächlich... Ich dachte, man müsste da immer kurz bestätigen, dass das alles gewogen wurde und dann geht's weiter. Ja gut, vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Hat ja offensichtlich so funktioniert. Gut, jetzt bin ich hier ein bisschen aus dem Konzept gebracht worden. Ah, der fährt hier auch. Ach so, genau. Ich habe mich das jetzt nicht getraut, weil es extra hieß, keine Mods bitte verwenden und so, ne? Deswegen dachte ich mir, halte ich mich da mal dran. Aber, ja. Ich finde das auch sehr nett. Es gibt ja immer mal Fragen, wie funktioniert sowas eigentlich? Wieso dürfen das einige zeigen und wieso nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie das entschieden wird. Manchmal habe ich das Gefühl, da wird auch gewürfelt, wer da was vorab zeigen darf und wer eben nicht. Aber hier war es jetzt einfach so, dass SCS Software ja, mir eine E-Mail geschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich Lust habe. Ich habe geschrieben, ja klar, ne? Ist ja klar. Freue ich mich natürlich auch selbst drauf, diesen DLC hier mal zu fahren. Und hätte es sowieso gezeigt. Und dann haben die mir später einen Code geschickt und gesagt, Kasala, gib ihm. Ja, das haben sie natürlich nicht geschrieben, aber sie haben geschrieben, ja, dann kannst du es ja mal zeigen. Ich glaube, gerade als kleiner YouTuber fand ich das früher immer ein bisschen undurchsichtig, nach welchem System das vergeben wurde. Ich verstehe es bis heute nicht ganz, aber freue mich dann natürlich immer, wenn ich dann mal was zeigen darf. So, ich gebe mal noch ein bisschen mehr Gas. Aber ich glaube, ja, 9 Meilen, also 4 haben wir nicht mehr zu erledigen hier. Dann fahren wir mal hier ab. Port of Olympia. Was ist das denn hier? Ist das ein Tiertransporter oder was? Fällt auch schon direkt wieder ab. Kurzes Stück Autobahn. Oh, da kommt eine Ampel. Müssen wir ein bisschen drauf vorbereitet sein. So. Was? Was wäre ich dem jetzt hier? Ich habe die Bremsen, glaube ich, ziemlich stark eingestellt. Erster Aufenthalt in Olympia. Genau, so sieht's aus. 25 darf man hier nur fahren, okay. Da möchte ich mich natürlich einigermaßen dran halten. Und jetzt geht's durch diese Städte. Aber ich finde dieses US-Feeling, das kommt echt gut rüber hier. Hier tankt man ja auch nicht Liter, sondern Gallonen, glaube ich, ne? Oder? Ist das so? Gallons. So, jetzt muss ich mal ein bisschen flotter unterwegs sein, weil ich da... Ich muss den noch schnell überholen. Es wird, glaube ich, nichts. Na, dann muss ich warten, bis er an mir vorbei gefahren ist. Wir können ja noch mal kurz auf die Karte gucken. Was mich nämlich gerade noch interessiert ist, ob es hier noch weitere Straßen dieser Art, wie wir das letztes Mal hatten, gibt. Aber ich glaube, es ist wirklich die einzige, ne? Vielleicht hier noch? Ja, vielleicht hier noch, aber sonst? Vielleicht, ja, vielleicht sind hier auch noch so Wege, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das war schon eher die Ausnahme hier, diese Forststraße. Aber sie hat mir wirklich sehr gut gefallen, also sehr untypisch für SCS-Software, dass die dann auch so... Es hätte noch ein bisschen schwieriger sein dürfen, aber sonst. So. Was ist jetzt hier? Rotphase. Mann, 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 Mann. So, dann gib mal Gummi hier links neben mir, dass ich mich hier einsortieren kann. Alles klar. Und... Mal ein bisschen gucken, falls der abrupt abbremst. Das wäre natürlich... Ja, das ist der Fall. Ja, moin. Muss los. Ich finde irgendwie diesen Wagen wirklich schön. Ich finde diese alten amerikanischen Autos, was heißt all? Also die man so in den 70er Jahren oder sowas gefahren ist. Ich weiß jetzt nicht, was das da vorne für ein Modell ist. Aber ich finde die irgendwie immer echt ganz cool. Auch auf Kuba kennt man ja diese...
ich glaube, es sind Chevrolets, ne? Die da irgendwie so zum Bild gehören. Warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich finde die irgendwie auch ultra schick. Mit diesen langen Flügeln. Ah, schön. Ich würde privat natürlich so ein Auto nie fahren, aber ich finde es irgendwie schön, diese Autos zu sehen. Letztens, das muss ich noch kurz erzählen. Letztens habe ich ja im Eurotruck Simulator mal eine kleine Tour gemacht. Versuche mich hier mal vorbeizuschmuggeln. Mit einem Kurierdienst habe ich da eine kleine Tour gemacht. Und da habe ich, ja, nicht alles ganz korrekt gemacht. Wie ich heute auch natürlich nicht alles ganz korrekt gemacht habe. Immer mal ein bisschen schneller fahren und so. Ich finde, das ist jetzt nicht, da sollte man nicht päpstlicher als der Papst sein. Das ist jetzt nicht ganz schlimm im Simulator. Aber da habe ich natürlich in der Folge gesagt, keine Sorge, so fahre ich nicht in echt, da fahre ich schon vernünftig. Ja, das am liebsten oder am besten wäre es, glaube ich, gewesen, hätte ich das nicht gesagt, weil das hat dann natürlich viele Leute angelockt, die gesagt haben, ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, ich glaube, du fährst sogar noch schlimmer und so weiter und so fort. Ne, da waren dann die schlimmsten Unterstellungen, wurden dann, tauchten da auf einmal auf. Ich muss das an der Stelle nochmal beteuern, ich fahre wirklich einigermaßen vernünftig, bis jetzt unfallfrei. Ja? Also es kann, viele Freunde von mir, die haben zumindest mal in einem Parkhaus oder so ordentlich ihr Auto beschädigt oder hatten sonst oder wurden geblitzt oder so, solche kleineren Dinge oder hatten sogar richtig heftige Unfälle. Ich, Gott sei Dank, nicht. So. Guten Tag. Hier werden offensichtlich Schiffe verkauft. Dann fahren wir mal zu dem Verladebereich und werden es abladen. Das finde ich auch schön. Das ist auch so eine Änderung jetzt in den letzten Jahren gewesen. Dass nämlich... Moment. So. Dass nämlich die Wege, die Transportwege, sinnvoll sind. Früher war das oft so, dass man, keine Ahnung, von Firma A zu Firma B Plastiktüten transportiert hat. Aber das war eigentlich egal, wo man das hingebracht hat. Das war halt alles gleich, ne? Jetzt ist es so, das haben wir auch hier gesehen, wir haben jetzt tatsächlich vom Schiffsbauer zum Schiffsverkaufswerk oder was das hier ist oder zum, ich glaube hier wird das sogar direkt ins Wasser gehoben, ne? Also direkt zum Verkaufsstandort oder zum Einweihungsstandort gebracht und beim Holz war es ja auch so, dass wir das aus dem Wald geholt haben, das war allerdings bei Oregon auch schon so, muss man sagen. Und dann weiter zur Verarbeitung gebracht haben und dann hätte man da von da aus wiederum die verarbeiteten Stämme weiter hier in die Stadt bringen können und so weiter und so fort. Das finde ich cool, das macht Spaß und man hat dann auch das Gefühl, das ist alles ein bisschen sinnvoller, was ich hier transportiere. War früher vermutlich gar nicht möglich, aber da sieht man halt auch, das ist so eins von vielen Beispielen, wo man sieht, wie sich der American Truck Simulator und der Euro Truck Simulator so ein bisschen verändert haben in den letzten Jahren. Gut. Ich würde sagen, wir belassen es mal dabei. Wir haben jetzt einige Städte noch gesehen. Was soll ich in der nächsten Folge noch zeigen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also das, was jetzt so auf meinem Programm stand, das habe ich jetzt fast schon abgearbeitet. Wir könnten natürlich jetzt hier nochmal in den Osten gucken. Wir könnten auch nochmal in den Westen gucken. Könnten hier an der Küste vielleicht mal entlangfahren. Ist vielleicht auch ganz schön. Aber ich habe hier auf jeden Fall die Holzroute absolviert und habe hier bei Everett die Swing Bridge gezeigt, die ja sogar mal auf Rot war. Also da muss sich wohl irgendwas bewegt haben. Das haben wir leider nicht mehr gesehen, aber ja, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten werde ich in der nächsten Folge dann einfach nochmal so eine Tour fahren und nochmal eine andere Ladung, vielleicht auch einen Schwertransport, wenn ihr mögt, transportieren. Und bis jetzt gefällt es mir wirklich gut. Ich hoffe euch auch, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auf eure Kommentare und hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.